Hallo YouTube, heute mal wieder ein neues Video von mir. Heute zu sehen ist mein Fluchtfahrzeug und wie ihr es ja schon seht, es handelt sich hierbei jetzt nicht um die üblichen Fahrzeuge, die üblichen Verdächtigen. Es ist kein Land Rover, es ist kein Mercedes-Benz G250, also der Wolf. Es ist auch kein Mitsubishi Pajero, kein Nissan, kein Toyota Hilux und wie sie alle heißen, sondern tatsächlich ein Dacia Duster. Ja, erstmal grundsätzlich, warum Dacia Duster? Ganz einfach, ich bin die ganze Zeit einen Mercedes-Benz gefahren, einen C-Klasse, einen 200er, einen alten, Baujahr 2002. Ja, der hat bei 190.000 einfach gesagt, wisst ihr was, du kannst mich am Arsch lecken. Ich gebe jetzt einen Geist auf. Ja, geguckt, scheiße, ich habe nur 6.000 auf der Bank liegen und dafür brauche ich ein neues Auto. Und das muss natürlich, ich sag mal, wenig Kilometer haben, relativ jung sein. Muss quasi definitiv alltagstauglich sein, aber wollte halt trotzdem irgendwo ein bisschen Bauf haben. Hab dann so ein bisschen geguckt, hab mir auch ein paar Fahrzeuge angeguckt, habe aber dann festgestellt, scheiße, okay, die meisten Autos, die so 10 Jahre plus haben, die haben dann doch Rostprobleme, die haben dann Altersprobleme, sage ich jetzt mal. Das ist das, was ich beim letzten Mal angesprochen habe. Die Karosserie hat halt die Jahre trotzdem runter, egal wie viel Kilometer. Ja, und dann bin ich auf diesen hier gestoßen. 6.000 Euro hat er auch glatt gekostet. War so günstig, weil er einen Hagelschaden hat. Hat leider Gottes kein Allrad. Ich werde das Auto trotzdem mal durchs Gelände fahren und ich freue mich da auch schon ein bisschen drauf. Bin mal gespannt, wie weit ich da komme. Ich sag mal so viel nach meinen Erfahrungen und das, was ich bis jetzt gefahren bin. Man braucht nicht unbedingt ein Allrad und ich werde euch das auch definitiv zeigen und werde auch ein Video zu machen. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, wie ich mit dem Ding ein bisschen durchs Gelände schaukeln werde. Und ja, habe halt das Auto gekauft. Ich habe jetzt noch nicht wirklich groß was verändern, das seht ihr euch jetzt auch. Ich will euch jetzt einfach erstmal das Auto Basis zeigen, quasi was habe ich momentan immer so im Auto drin. Da fangen wir dann schon mal direkt hier an der Beifahrertür an. Erstmal eine Warnweste, ist ja in Deutschland Pflicht und halte ich auch für praktisch. Wenn man rüber guckt, Beifahrer hat auch eine Warnweste drin. Für hinten habe ich da jetzt noch keine, ich habe aber insgesamt 5 Warnwesten im Fahrzeug, weil ich ja maximal 5 Leute mitnehmen kann. Zusätzlich habe ich hier noch eine taktische Lampe. Ja. Daneben der Karton ist ein Ersatzakku drin, Ladegeräte für die Taschenlampe drin, einmal normales Ladegerät, wo ich die Batterie einfügen kann, einmal ein Ladegerät, wo ich an die Taschenlampe anschließen kann, alles natürlich mit Stromadapter fürs Auto, also Kfz-Anschluss und natürlich normal, ja, eine Parkscheibe, die kann man immer mal gebrauchen und halt noch eine Bundeswehrmütze, weil ich gehöre zu den Spezialisten, die gerne mal vergessen, früh ihre Mütze einzupacken und dann habe ich die halt griffbereit im Auto für die kleinen, ich sag mal, Kleinkatastrophen im Alltag, ja, und ansonsten nicht wundern, ich habe hier Schnipp und Schnapp, ja, da ist Schnipp, da ist Schnapp, da sind meine Glücksbringer am Auto, ohne die fahre ich kein Auto, das ist für mich ganz wichtig, also ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, Gimmick für sich selber, ja. So, gehen wir mal ums Auto rum, da sieht man mal den Motor, 1,6 Liter Hubraum mit 105 PS, Benziner, ja, ich hätte gerne 2 Liter gehabt, ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr PS gehabt. Muss aber reichen, wenn man sich aber den Motor anschaut, der sieht echt nicht schlecht aus, der hat keine Motorwäsche bekommen. Das ist halt einfach, wenn das Auto halt nur 60.000 runter hat und das Auto halt auch nur 3 Jahre alt ist, dann sieht das nicht schlecht aus, ja. So, mal ganz nebenbei, man sieht, denke ich mal, jetzt so ein bisschen den Hagelschaden, ja. Hier sind dann doch ein paar Dellen drin, mich persönlich stört es nicht. Ich denke mal, wenn ich das erste Mal durchs Gelände gefahren bin, dann, ja, ist da schon ein bisschen mehr dran. Ja, Beifahrerseite, auch hier wieder eine Warnweste drin. Da liegt jetzt noch eine CD-Hülle, weil die Freunde jetzt mitgefahren bin. Verbaut habe ich bereits ein PMR. Das habe ich hier einfach reingeschraubt. Das ist das GB1, was ich bereits in dem PMR-Video vorgestellt habe. Habe das Kabel hier mit dem Panzertape erstmal notdürftig hochgelegt. Dann vorne reingestöppelt und ja, hier auf der Gegenseite erstmal mega unprofessionell hochgelegt. Wird dann hier nach draußen, wird hier durch den Gummi geschützt. Ja, und hier halt, ne, die kleine Antenne. Für PMR habe ich halt hauptsächlich dafür da, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, auch mal vielleicht mit Kumpels, Freunden etc. Dann kann ich mit PMR den Direktfunk nutzen. Die Reichweite von PMR ist natürlich eingeschränkt, aber die reicht dafür dicke aus. Ja. Funktioniert natürlich ganz normal mit Kfz-Anschluss. Was ich dann noch sehr cool fand, ich habe hier noch einen Nothammer, der war im Auto schon drin. Ja, mit einem entsprechenden Gurtschneider und halt diesen Einschlaghammer. Den Hammer an sich, denke ich mal, werde ich nicht brauchen, aber gerade den Gurtschneider hatte ich bei mir im anderen Auto mal einen Unfall. Also ich bin da hingekommen, ich habe tatsächlich einen Gurtschneider gebraucht, hatte dummerweise nur das dienstlich gelieferte BW Stumpf dabei, damit habe ich den Scheißgurt nicht durchgekriegt. Gott sei Dank kam dann jemand, der hatte das. Das ist im Endeffekt schon die kleine große Ausstattung. Ja.
Bodenfreiheit, ganz nebenbei, ich habe mal nachgemessen, aber ich muss nochmal nachprüfen. Ich glaube, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht, weil ich komme auf eine Bodenfreiheit von 32 cm, also der höchste Punkt. Aber wahrscheinlich, also da müsste ich nochmal nachgucken, weil im Internet laut Dacia habe ich nur 21 cm, aber ja, muss ich halt nochmal nachgucken. Dann kommen wir mal zum Kofferraum, auch hier viel Laderaum, das war mir wichtig, damit ich hier viel haben kann. Hier drin, ganz nebenbei, liegt bereits fürs Funkevent erstmal bereit die CB-Funk-Antenne. CB-Funk weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das genau ins Auto primeln werde. Dementsprechend liegt das jetzt erstmal noch hier hin. Das erste, was ich dann hier habe, ist erstmal das Polizeibefriedigungsset. Ja, also mein Verbandskasten, mein Warndreieck, die letzten drei Warnwesten, weil für die Hinterbank habe ich ja keine. Ja, dann liegt hier mein CB-Funk, schön in einer Plastiktüte. Das ist jetzt noch eine Kamera, die hatte ich mal noch mitgenommen, aber ich habe mich jetzt entschlossen, das mit dem Handy zu machen, einfach weil ich das besser führen kann. Ja, ein bisschen Wasserlicht drin. Hier hinten habe ich noch einen Atlas von ganz Deutschland. Taschenlampen, ein bisschen Werkzeugen, Überbrückungskabeln, Abschleppseil. Nochmal einen alten Verbandskasten, der ist noch aus meiner Zeit, als ich noch Roller gefahren bin. Den hatte ich da immer dabei. Schmeiße ich nicht weg, finde ich sehr praktisch. Ist auch gedacht, wenn ich jetzt fliehen, dass ich das eventuell, wenn ich Zeit habe, noch in den Get-Home-Bag schmeiße. Ja, ansonsten nicht viel, ein bisschen hier was für den Winter ausgestattet, das heißt Scheibenenteiser. Ja, viel habe ich hier nicht, einen Besen habe ich noch hinten drin, ja, ein Cockpit-Spray. Das selber hier, die Box ganz nebenbei, das ist ein sogenannter Raumentfeuchter, gerade im Winter werde ich da dann so ein Kissen reinschmeißen, das zieht dann die Feuchtigkeit aus dem Auto raus, dann habe ich innen drin in den Scheiben, friert sich das nicht zusammen. Mein Auto selber hat zwar Klimaanlage, das kann ich auch nur empfehlen, also falls euch mal die Scheiben immer zusammeneisen, geht da einfach mal hin und ja, macht die Klimaanlage an, dann entzieht das Ganze quasi die Luftfeuchtigkeit. So, schauen wir mal, was haben wir hier noch. Auch hier aktuell sehr leer, nicht viel drin. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich es hingeworfen habe. Aber ich habe noch einen super mega geilen Atlas. Den habe ich hier hinten in meiner Tasche. Da ist er. Der ist schon etwas älter. So, Achtung, jetzt kommt Schleichwerbung, nämlich von Vögele. Den gab es mal umsonst bei Vögele. Du bist reinmarschiert, hast so einen kleinen Gutschein vorher aus der Zeitung ausgeschnitten. Dann gab es den umsonst. Den finde ich eigentlich echt nicht schlecht. Ja, ist einmal von komplett Deutschland. Ist jetzt natürlich jetzt auch schon wieder etwas älter, aber ich sag mal, die groben Straßen ändern sich nicht. Damit kann man sich zurechtfinden. Habe ich im Auto liegen und dazu halt noch diesen Europa-Atlas, den alten da hinten. Ja, das ist eigentlich jetzt das, was ich so aktuell immer im Auto habe. Ja, was ist noch geplant? Ich möchte oben aufs Dach einen schönen Korb draufsetzen, damit ich da noch zusätzlich ja, Möglichkeiten habe, da was draufzusetzen. Hinten habe ich eine Anhängerkupplung dran. Da gibt es mega tolle Seilwinden, die ich an die Anhängerkupplung quasi einfach nur aufsetze. Die möchte ich mir noch holen. Man weiß ja nie, ob man das mal braucht. Und vor allem ist es halt eine sehr einfache und vor allem auch günstige Alternative, um sich irgendwo rausziehen zu können. Ja, wirklich. Das wird einfach nur hinten auf die Anhängerkupplung draufgepackt, das Teil. Angeschlossen und dann kann man quasi eine Seilwinde, eine elektrische. Ja, gibt es bei eBay, die kosten so plus minus ungefähr um die 60, 70 Euro. Davon habe ich vor, mir eine dann zu kaufen und ja, nichts einbauen, keine Eintragung etc. ist dafür nötig, weil habe ich sonst einfach im Kofferraum liegen. Finde ich da, denke ich mal, sehr praktisch. Ansonsten muss ich sagen, ja, was soll ich zum Dacia sagen? Also bei uns in der Familie haben wir den zweimal, einmal als Benziner, einmal als Diesel. Beide sind Allrad. Beide bin ich jetzt schon ein paar Mal gefahren im Wald, im Gelände. Ich bin ja Waldbesitzer, die Familie ist Waldbesitzer. Und bis jetzt muss ich sagen, er ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ja? Ich meine, das Ding kostet mit ein bisschen Ausstattung so plus minus um die 20.000 Euro. Dann hat er einen Unterfahrschutz etc. Das fehlt jetzt hier, da wird aber auch noch nachkommen. Und ist auf jeden Fall ein sehr alltagstaugliches Auto. Verbrauch ist verhältnismäßig gering, also für ein SUV wirklich relativ niedrig. Der Allrad vom Opa, Benziner, verbraucht gerade mal 10 Liter. Da muss ich sagen, wenn ich mir da andere Allradfahrzeuge anschaue, die verbrauchen da auch 10 Liter oder auch gern mal mehr. Ist halt ein einfach gehaltenes Auto, aber mit der Bodenfreiheit, mit dem Allrad, wäre es für mich das ideale Fluchtfahrzeug, das sich mit Alltagstauglichkeit verbindet. Ja, denn ja, auch wenn er nicht unbedingt den besten Ruf hat, er kann durchaus richtig viel im Gelände. Und das werde ich euch auch definitiv zeigen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nur einen Frontantrieb, aber auch mit dem werde ich ins Gelände fahren. Und auch da werde ich mal schauen, was er kann. Grundsätzlich heißt es natürlich beim Bugout-Vehicle bzw. beim Fluchtfahrzeug, kann ich euch nur eins sagen.
Ihr braucht Übung. Also fahrt damit öfters einmal in die Gelände. Es gibt diverse Offroad-Parks. Die kosten auch teilweise nicht viel. Da kostet ein Tagesticket 30, 40, 50 Euro. Ja, je nachdem, wo ihr hingeht. Und fahrt da dann auch mal einen ganzen Tag im Gelände. Zur Not, da sind, wenn ihr wirklich komplett keine Ahnung habt vom Geländefahren, für 10, 15 Euro Aufpreis bekommt ihr oft noch zusätzlich einen Guide. Der fährt dann mit euch mal einen Parcours ab und erklärt euch so die Tricks und was ihr wann, wo genau braucht. Ja, und nutzt das mal und übt das auch wirklich regelmäßig. Einfach nur, damit ihr euch mal kopftechnisch da überhaupt vorbereiten könnt. Weil das Problem, was ich immer sehe bei Preppern ist, die Leute kaufen, kaufen, kaufen und nutzen es aber eigentlich ganz selten. Das meiste liegt einfach nur rum. Und genau das ist der große Fehler. Denn wenn ihr nicht wisst, wie ihr im Gelände zu fahren habt, dann garantiere ich euch, werdet ihr wahrscheinlich nach spätestens einem Kilometer über schlechte Forstwege einfach schlicht und ergreifend die Karre festfahren. Ja, denn da gehört schon ein bisschen was dazu. Ich selber bin beim Bund, ich fahre also regelmäßig mal im Gelände. Ich fahre auch teilweise echt geile Geräte, muss ich schon zugeben. So ein 5-Tonner durchs Gelände zu heizen, ist schon richtig mega. Ja, aber grundsätzlich, auch damit komme ich, denke ich mal, sehr weit. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, werde auch ein paar Videos zu machen. Wie gesagt, ich bin ja auch Waldbesitzer, das heißt, ich werde jetzt demnächst mal eine Erkundung durchführen. Also sprich, ich werde mal schauen, was so im Wald momentan ist, weil ich muss ja als Waldbesitzer ab und zu mal schauen. Ich denke, ihr habt den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden und werde natürlich den Dacia dafür verwenden. Ja, einfach mal, über ein paar etwas schlechtere Wege. Ganz nebenbei, also ich bin jetzt auch den Weg hierher gefahren. Ja, ich sage mal, das ist jetzt ein etwas schlechterer Feldweg, aber ließe ich jetzt ohne Probleme fahren. Da wäre ihr aber auch meiner Meinung nach ohne Probleme mit dem Corsa vorbeigekommen. Er hat ein paar Rillen gehabt, ich weiß nicht, ob man das so hinten sieht, hier ungefähr da so. Da ist er dann doch ein bisschen arg, wo er links und rechts einsinkt und da braucht er ein bisschen Bodenfreiheit, aber im Groben und Ganzen könnt ihr solche Wege, und das sind die Fluchtwege, die ihr euch meistens ausmalt, dafür bräuchtet ihr das hier, bräuchtet ihr da noch gar nicht. Ja, da könnt ihr auch mit einer C-Klasse fahren, da könnt ihr mit einem Corsa fahren, da könnt ihr auch mit einem Fox, mit einem Golf fahren, ja, solange die Kisten nicht tiefer gelegt sind, kein Problem. Aber das ist halt jetzt erstmal mein Fahrzeug, das ist das, was ich jetzt gekauft habe. Ja, falls es jemanden interessiert, also ich zahle steuerlich 122 Euro im Jahr. Bin versichert bei der Hook, ja, als Fahrer 25 Jahre jeder x-beliebiger. Ja, also ich kann unendlich Leute damit quasi fahren lassen, die 25 Jahre oder älter sind. Und zahle vierteljährlich 222 Euro bei 75%. Ja, also es ist ein recht günstiges Fahrzeug. Ich rechne mit einem Verbrauch von 8 bis 9 Liter, den er so verbrauchen wird. Ja, kann E10 tanken. Alltagstauglichkeit entsprechend ist, denke ich mal, gegeben. Platz hat er auf jeden Fall. Ja, er hat 5 Sitzplätze und ja, 3 Jahre halt alt. Das war für mich der Hauptgrund, einfach damit die Karosserie in einem guten Zustand ist. Wenig Kilometer und halt in meinem Budget 6.000 Euro. Mehr hatte ich halt einfach nicht. Und da wollte ich mir jetzt nicht irgendeine uralte Gurke kaufen, weil ja, ich habe mir auch ein paar Mitsubishis angeguckt. Ich habe mir auch einen Land Rover sogar angeguckt, der da in dem Preissegment war. Nee, das sind einfach so Fahrzeuge, wenn man die in einem guten Zustand haben will, dann muss man einfach wirklich viel rechnen. Und das ist jetzt einfach mal mein Tipp. Ja, für alle, die halt was suchen und was halt alltagstauglich sein soll. Und ich werde das Fahrzeug auch noch ein paar Mal präsentieren. Und ja, ich habe da noch ganz, ganz viele andere Pläne, aber jetzt erst einmal als nächstes das Funk-Event bearbeiten. Und ich hoffe trotz alledem, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ihr natürlich Fragen dazu habt, zum Dacia allgemein, oder zum Fluchtfahrzeug etc., dann postet das in die Kommentare. Oder ihr könnt ja natürlich auch mal eure Fahrzeuge fotografieren und posten oder mal Videos zu machen, das vorstellen etc. Und dann haut das doch auch mal einfach mal in die Kommentare rein. Lass uns da ein bisschen diskutieren, lass uns da mal schauen, ist das jetzt eine gute Wahl, schlechte Wahl, bla bla bla, hin und her. Jeder hat da sowieso eine andere Meinung. Und ich persönlich, ich freue mich einfach, wenn da die Leute sagen, hey, ich mache da mit, ich beteilige mich daran und ja. In dem Sinne, ich denke mal, viel brauche ich nicht sagen. Achso, ja, die Farbe ist natürlich auch toll, ne? Mit dem Braun leider, na, glänzend halt. Aber zur Not schmeißen Tarnnetz drüber. Ich denke, da gibt es weitaus schlimmere Fälle, aber auch so im Stadtbereich. Ich falle damit jetzt natürlich nicht so auf wie mit dem olivenen Fahrzeug, wobei ich das Ding auch in Oliv gekauft hätte. Gut, dann soll es das an dieser Seite mal gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ausnahmsweise mal nicht meine Hackfresse im Video war, sondern halt wirklich nur das Auto.
Und ja, wie gesagt, Entschuldigung, dass ich das jetzt mit dem Handy gefilmt habe, aber das war einfach so viel, viel einfacher, als wenn ich jetzt irgendwie die Kamera hätte gehalten. Und ja, wenn ich natürlich dann anfange, die Umbauten zu machen, werde ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Mal schauen, ob ich da dann Kurzvideos mache oder längere Videos. Das weiß ich jetzt noch nicht und ihr kennt mich, da bin ich recht flexibel. In dem Sinne, ja, heure do, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.